glaube, er kann einfach machen, was er wollte. Ja, dann ist man so cool. Sensations sind auch faktisch unrealistisch. 5 Megabit über HSDPA, das ist echt ein Laborwert. Telekommunikation, den wir heute gemeinsam mit Ihnen, ich sage, müsst auch ein Stück feiern wollen. Denn wir zeigen Ihnen heute das allererste LTE-Smartphone von HTC, welches in Europa gelauncht wird. Geben Sie mir die Chance, als CTO von Vodafone Deutschland und Central Europe Vodafone ein paar persönliche Erlebnisse zu schildern, was ich erlebt habe, als ich dieses Gerät das erste Mal ausgepackt habe. Das ist jetzt gerade eine Woche her. Diese Geräte sind bei uns derzeit im Dauertest. Wie sich das gehört, machen wir sogenannte Interoperability-Tests. Wir testen die gegen alle möglichen Netzkomponenten. Wir testen die auf Usability. Ist das einfach zu bedienen? Bis hin zum Auspacktest. Ich habe meinen Auspacktest gemacht für dieses Gerät vor einer Woche am Donnerstag im Wagen. Hatte glücklicherweise einen Fahrer, hatte also die Hände frei. Und das Faszinierende war, das ist natürlich ein exzellentes HTC-Device, was voll unter Android funktionsfähig ist. Ich war in der Lage, das in 10 Minuten auszupacken, die SIM-Karte reinzustecken, meine persönlichen Settings zu setzen und dann hat dieses Gerät funktioniert. Ich bin seit 1990 im Unternehmen. Ich habe das Vergnügen gehabt, GSM mitzuerleben von null an. Ich habe das Vergnügen gehabt, UMTS mitzuerleben von null an. Aber niemals zuvor habe ich so ein Gerät, und zwar das erste seiner Art, ausgepackt und es hat unmittelbar getan, was. Dann haben wir auf mehr als 90% der deutschen Fläche mobiles Breitband und mit diesem Gerät hier, das ja alles kann, 2G, 3G, 4G, Edge, GPRS, Wi-Fi, Bluetooth, alles das kann ja dieses Gerät. Dann könnt ihr wirklich sagen, dann haben wir unser Ziel erreicht, Mobile Broadband überall dorthin zu stellen, fast überall dort, wo wir heute 2G-Sprache haben. Wir haben inzwischen 100.000 Kunden, die unsere bisherigen LTE-Produkte nutzen. Und wir sind in einigen Städten und Gemeinden so erfolgreich, dass wir inzwischen eine ganze Reihe von Basisstationen haben, wo mehr als 300 Kunden bereits dieses Produkt benutzen und die Hälfte davon auch tatsächlich in der Busy Hour, das ist typischerweise in dem Bereich zwischen 20 und 22 Uhr aktiv ist. Und ich kann Ihnen aus Erfahrung sagen, das messen wir sehr genau, denn wir wollen ja nicht in der Theorie Dinge vorausplanen, wir wollen in der Praxis sehen, wie das funktioniert. Funktioniert ausgezeichnet. Also auch dort sehen Sie noch Geschwindigkeiten um die 10 Megabit pro Sekunde. Also 5 bis 10 Megabit pro Sekunde in einer Zelle mit 300 Kunden. Und das Schöne bei Vodafone ist, wir konnten inzwischen diese praktische Erfahrung sammeln, auch dank unserer Partner, auch dank der Chipsets von Qualcomm, die wir ja in Routern, in Dongles bereits verbaut haben. Wir haben ja wirklich dieses neue LTE-Smartphone, das erste in Europa. Wie Hartmut Kremling gerade gesagt hat, wir haben jetzt gerade eine Version in Schwarz gesehen, wir werden das in Weiß auf den Markt bringen. Es gibt beide Varianten, theoretisch. Und was wir auch gerade schon gesagt haben, ist, dass wir das intensiv getestet haben, das Device. Wir wollen hier also nichts auf den Markt bringen, was irgendwie noch nicht richtig funktioniert.
Und wir machen einen sogenannten Friendly User Trial gerade aktuell. Ein modernes Smartphone hat ja ganz viele Situationen, bei denen es irgendwie eine Datenverbindung aufbauen muss, sei es beim App runterladen, sei es beim ganz normalen Surfen. Und dadurch, dass diese Datenverbindung jetzt schneller zustande kommt, werden Sie den Eindruck haben, dass das Gerät insgesamt deutlich schneller ist. HTC Velocity GG, können Sie Ihren persönlichen Hotspot überall betreiben. Dieser Hotspot kann auf allen WLAN-fähigen Geräten genutzt werden. Das ermöglicht Ihnen funkschnelles Internet auf all Ihren Endgeräten, sei es einem Tablet oder einem Notebook. Also wenn Sie so wollen, das ist jetzt ein ganz normales iPad, wir gehen mal auf Speedtest drauf. Und auch dieses iPad zeigt mir jetzt eine Anwendungszeit von 88 Millisekunden. Auch dieses iPad liefert gerade 18,95 Downlink Speed. Und 11,26 Uplink Speed. Also ich könnte jetzt scherzhaft sagen, das ist ein 4G-iPad und Apple hat keins. Der Trick ist ganz simpel. Das funktioniert schlicht und ergreifend mit dem HTC hier in der Tasche, denn das hat einen Wi-Fi-Anschluss. Also einfach in der Kombination. Heißt Umkehrschluss auch, alle existierenden Geräte, die heute auf dem Markt sind und die Wi-Fi können, das können alle Smartphones, alle Tablets, können sie in Kombination mit so einem Gerät oder mit einem LTE-Router jetzt schon ebenfalls auf genau diesen 30% der Bundesrepublik benutzen, wo wir LTE haben. Ja, ich freue mich sehr, Sie auch heute hier im Namen von HTC begrüßen zu dürfen. Das ist ein ganz besonderer Tag für uns heute hier aus vielerlei Gründen. Zum einen, HTC steht für Innovation schon über Jahre. Wir haben als erstes Unternehmen ein Windows 3G Smartphone 2005 auf den Markt gebracht. Wir haben als erstes Unternehmen gemeinsam mit der Firma Google 2008 das erste Smartphone mit Android-Betriebssystem auf den Markt gebracht. Und auch zum Thema 4G ist HTC ganz vorne mit dabei. Wir präsentieren heute hier das erste Smartphone für den deutschen und europäischen Markt. Aber wir haben auch schon in diesem doch sehr jungen Markt eine Historie. Wir waren die ersten weltweit, die 4G-Smartphones in den USA gelauncht haben. Wir haben also schon einiges an Erfahrung. Heute stellen wir vor das HTC Velocity 4G. Sie haben es sicherlich schon gesehen. Ein State-of-the-Art Super-Smartphone. 4,5 Zoll Bildschirm, Dual-Core Snapdragon Prozessor, HTC Sense 3.5 und ich könnte die Liste jetzt weiterführen. Alles, was ein HTC State-of-the-Art Superphone heute hat, angereichert mit der Geschwindigkeit von LTE. Der Consumer findet hier die gesamte Usability, die er von HTC Sense 3.5 mit den aktuellen Geräten von HTC gewohnt ist. Zum Beispiel nehme ich den Lockscreen, mit dem ich sofort in die Kamera komme. Und wenn ich jetzt hier von uns gemeinsam ein Bild mache, dann macht es richtig Spaß, dieses Bild in meiner Cloud zu speichern. Das tue ich gerade aktuell, was ich gerade von uns gemeinsam gemacht habe, während ich das Foto gemacht habe, gespeichert habe, in die Bildergalerie reingegangen bin, hat es sich hier rasend schnell. Und wenn ich, selbst wenn ich zoome, ist die Experience genauso schnell, als wenn ich das auf dem Gerät habe. Auch zu optimieren in dem Zusammenspiel von Funktionen, die auf dem Gerät laufen und Funktionen, die im Netz laufen. Sie haben gesehen, ich habe im Menüpunkt nur gewählt, mein Cloud Speicher anstatt den lokalen Speicher. Ich gehe in meine Bildergalerie, drücke auf das Bild, nehme gar nicht wahr, ob es in der Cloud gespeichert ist oder lokal. Das ist die User Experience, die wir uns wünschen für unsere Konsumenten und mit dem schnellen 4G-Netz von Vodafone in Kombination mit dem HTC Velocity 4G ist es heute hier schon möglich. Ein weiteres Beispiel ist dieses der HTC Watch-Dienst. Wir haben HTC Mitte letzten Jahres mit dem HTC Flyer gelauncht, mittlerweile auf allen Geräten Standardteil der User Experience.
Ich gehe hier auch online in den Film rein, schaue hier auf den Trailer. Das passiert alles gerade online und Sie sehen, wie schnell ich hier einen Film in HD-Qualität auf mein Gerät bekomme. Wenn ich den jetzt kaufen oder ausleihen möchte, während ich ihn anschaue, wird er mit Progressive Download runtergeladen, habe ihn auf mein Gerät, kann aber auch über den HTC Watch-Dienst bis zu 5 Geräte hier dann gleichzeitig darauf zugreifen. Guten Tag zusammen, mein Name ist Georg Schweighofer. Ich bin hier bei Qualcomm zuständig für das Marketing für QSD-Chipsätze in Deutschland, deutschsprachigen Raum. Und auch für uns ist natürlich ein ganz großes Event heute, daran teilzunehmen. Vielen Dank für die Einladung. Wir sind ja generell eher ein bisschen verborgener. Jeder kennt natürlich die Firma Vodafone, jeder kennt die Produkte von der Firma HTC, aber auch so die Kernstücke drin von der Firma Qualcomm, Snapdragon-Prozessoren, liefern natürlich auch einen wichtigen Bestandteil. Und wir arbeiten schon sehr lange dran an LTE. Es ist auch unser größtes Entwicklungsprojekt. Ich denke, da verrate ich keine großen Neuigkeiten. Ganz kurz zum Qualcomm, Firma Qualcomm, wir sind die Nummer 1 im Halbleiterbereich für Wireless und das ein wichtigeres Slide, was ich zeigen wollte, ist eigentlich, wir haben in den letzten Jahren mehr als fast 20 Milliarden Dollar investiert in Forschung und Entwicklung und jedes Jahr mehr als 20% unseres Umsatzes, unseres Revenues wird wieder reinvestiert in Forschung und Entwicklung. Mit dem, unserem Snapdragon-Prozessor, der eben die entsprechenden Funktionen integriert hat, vorgetestet. Und ich freue mich natürlich auch hier auf eine ganz interessante Zeit. Und ich bin ganz begeistert. Ich habe vorhin auch das Gerät getestet. Über 50 Megabit Download-Datenraten, auch 10 Megabit Upload-Datenraten. Das sind schon sagenhafte Datenraten. Und warum kommt es noch mit Android 237 laut der Mappe und nicht direkt mit Icebeam Sandwich? Glaube ich, eine schöne Frage an den anderen. Ja. André, kannst du das beantworten? Vielleicht nimmst du das Ding. Ja, kann ich gerne beantworten. Sie haben gesehen, dass die Plattform, die aktuelle Plattform ist, die wir auch in den Geräten, die wir Profil gelauncht haben, verwendet haben. Dementsprechend wird auch für dieses Gerät die Updates, die wir auch angekündigt haben, dann auf Icecream Sandwich in dem Rollout-Zyklus passieren. Also relativ zeitnah. Also jedenfalls, das ist ja für Ende März schon für die anderen teilweise angekündigt. Genau, und Sie können davon ausgehen, dass das Gerät in dieser Upgrade-Welle mit dabei ist. Eine Frage zu der Latenz. Beim Telefonieren wird dann nicht auf LTE zurückgegriffen, sondern auf das 3G-Netz wieder zurückgewechselt? Also das kann ich auch beantworten. Circuit Switch Fallback ist da das Keyword. Also in der Tat ist es so, dass wenn sich das Gerät in 4G angebucht hat und Sie entweder einen Telefoncall aufsetzen wollen, dann ist es für das Gerät relativ einfach, aber auch ein Telefoncall eingeht, dann ist die Logik so, dass sich das Gerät eben für diesen Zeitpunkt des Telefongesprächs in 2G oder 3G einbucht, dort das Telefongespräch führt und danach wieder automatisch in 4G einbucht. Ja, bitte. Ja, Tarife am 1. März. So, dann magst du was dazu sagen? Ja. Vielleicht auch gerne den Verkaufspreis fürs Gerät zu dem jeweiligen. Ja, Preise, Tarife. Genau. Also es ist so, dass wir für LTE gibt es ja mehr Geschwindigkeit und mit der größeren Geschwindigkeit wollen Sie sicherlich auch mehr Daten inklusiv Volumen haben. Und deswegen haben wir da eine Option gebaut, die kostet 10 Euro Aufpreis. Und da haben Sie eben je nach Tarif bis zu 1 Gigabyte mehr Datenvolumen drin und können dann auch voll diese 50 Megabit pro Sekunde im Download nutzen. Also 10 Euro mit dem Smartphone ist das der Aufpreis. Hat nichts zu tun mit unseren anderen LTE-Produkten. Haben wir in der Vergangenheit auch schon gesagt. Das heißt, unsere anderen LTE-Produkte bleiben natürlich bei dem Preis, wie er bisher ist. Nur mit dem Smartphone wollen wir wirklich die ganze Geschwindigkeit dann noch anbieten mit der Tarifoption. Ja, also wir reden hier von dem ganz normalen Superflat-Internet-Tarifportfolio, was gebucht wird, inklusive dem Subventionsaufschlag für ein Handy, was ich vergünstigt dazu bekomme, und eben für das LTE-Smartphone. Und dann kommt noch on top die LTE-Tarifoption für 10 Euro monatlich dazu, 24 Monate Laufzeit. Und wir haben es in der Pressemeldung auch mit aufgenommen, es gibt für die Frühbucher unter Ihnen, unter uns, auch ein kleines Goodie. Wir werden die ersten 6 Monate diese Tarifoption um 5 Euro reduzieren, also ein kleines Goodie on top.
Also wir werden auch einen Tarif haben, der unter 50 Euro ist, aber Sie können davon ausgehen, dass der im Bereich liegt wie andere High-End-Smartphones und wir werden aber unter 200 Euro kommen. Und Herr Kremling, ein begeisterter Nutzer. Sorry für die Störung. Ich hatte vorhin gerade mit den Journalistenkollegen ein bisschen gechattet. Also es ist wirklich, wir haben es gerade aufgezeichnet, 57 Megabit pro Sekunde. Ja. Ich habe noch nie so ein schnelles Spielzeug in der Hand gehabt. Sorry für den